Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ark, liebe Freunde. Heute werden wir in der Folge zu Beginn erstmal unsere typische Routine machen. Das heißt, ich werde gleich ein wenig Narkobären farmen, denn die Nacht ist rum. Ich habe geschlafen, der Server lief die ganze Nacht. Wahrscheinlich werden bei den ganzen Tieren hier, ja, sehr viel Rotten Flash drinne sein. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und das werden wir gleich zu schönem Narkotik verarbeiten direkt. Das ist ganz wichtig, brauchen wir ja. Und das machen wir zuerst. Dann werde ich ein bisschen Steinholz und alles ranholen. Immer wieder mal ein bisschen zwischendurch farmen, auch ganz wichtig. Oh, nice. Ist das der frisch gezähmte? Nee, das ist der, den ich die ganze Zeit schon hatte, ne? Genau, den tun wir nämlich jetzt auf Nahkampfschaden weiterleveln. Und dann ist das nächste Ziel oder der nächste Step, dass wir uns eine Pelzrüstung machen. Da müssen wir auf jeden Fall drauf hinarbeiten, damit ich dann heute nämlich endlich Kühlschränke machen kann. Aber erstmal müssen wir jetzt ordentlich Narkobären ranholen. 190 Rotten Flash haben wir. Das sind ungefähr 1000 Narkobären, die ich dann jetzt brauche, wenn ich daraus komplett Narkotik herstellen will. Also legen wir direkt los. Let's go. Wie immer, ganz wichtige Sache, die Bewerbungen für den ARK-RP-Server sind ab sofort offen. Da könnt ihr ganz einfach in meinem Discord, Link findet ihr in der Videobeschreibung, euch im entsprechenden Channel bewerben. Es haben sich schon sehr, sehr viele Leute beworben, also die Whitelist ist auf jeden Fall ordentlich am Wachsen. Heißt, wenn ihr Bock habt mitzumachen, wichtig ist, ihr müsst 18 Jahre alt sein, einen aktiven Sub auf meinem Twitch-Kanal am Laufen haben und dann über den Discord euch bewerben. Müsst erst eine schriftliche Bewerbung schreiben und später dann gibt's, wenn ihr weiterkommt, ein Bewerbungsgespräch. Es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil werden. Wir haben sehr, sehr viele Pläne. Oh, hier sind Biberdämme. Sehr geil. Und ja, könnt ihr euch ja gerne anschauen, das Ganze. So, da kriegen wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Pelz raus, was gut ist. Oh, nice. 40 Pelz habe ich bekommen von den beiden. Wir kommen auf jeden Fall gut voran, was die Narkobären angeht. Ich muss auf jeden Fall mal schauen, dass ich mir ein Trike zähme, ein gutes. Dann sollte ich, was die Narkobären angeht, noch besser vorankommen. Ich kann ja mal gucken, ob ich ein gutes Trike finde, was hier rumläuft. LOL! Der ist beim Sterben noch gegen mich gekommen und ich habe den Debuff gekriegt. WTF? Hier laufen auch nur Low-Trikes rum, ne? Hier war noch irgendwo ein Raptor. Oder ist der tot? Ne, da ist er. So, jetzt kann ich den Sam hier. Wie viele Spielstunden hast du in ARK? 42.000 knapp. Uff, was? Ja, ich habe einfach den PC immer beim Startbildschirm laufen lassen. Monatelang. Wenn ich pennen gehe, mache ich meistens den PC nicht aus. Dann lasse ich immer im Startbildschirm offen, damit ich so viele Stunden habe. Ist ja irgendwie ein Wohlstandssymbol in der Community von ARK, oder? Spielstunden, deswegen habe ich den immer so offen. Aber erzählt das bitte nicht weiter. Das darf niemand wissen. Na komm. Ach, der Baum ist im Weg. So, jetzt komm. Boah, 36 Ausdauer. So, jetzt müssen wir erstmal einen Trike-Sattel machen. Dann gehen wir mal los. Warum ist jetzt eigentlich überall Nebel? Wie viele Narkobären haben wir? 600, die sollten, glaube ich, reichen. Sagen wir mal, 400 Pelz brauche ich für eine Rüstung. Mal gucken, wie viel haben wir jetzt hier? 300. So, wir fliegen jetzt erstmal ins Schneebiom, Leute. Wir gucken, ob wir Pinguine kriegen. Das wäre ganz geil. Weil dann kann ich nämlich jetzt erstmal einiges Polymer holen. Sehr gut, die geben Pelz. Wir brauchen mehr Pelz. Oh, hier kann ich auch Öl abbauen, ne? Wir holen auf jeden Fall hier einen guten Schwung Öl, Leute. Öl ist auch gut. Brauche ich ja für den Generator. Um den schön ordentlich zu betreiben. Boah, guckt euch an, wie viele Pinguine hier sind, Leute. Holy. Das gibt schön Polymer. Ich könnte die natürlich auch noch mit dem Knüppel abbauen. Dann geben die noch mehr. Aber irgendwie dauert mir das zu lange. Deswegen fliege ich hier einfach durch.
Wenn wir die Kettensäge haben, irgendwann mal, dann können wir die mit der Kettensäge zerlegen. Aber ich glaube, selbst dann macht es gar keinen Sinn mehr, weil dann kann man schon hier die Mantisviecher oder wie die heißen, in der Wüste farmen. Also ich habe jetzt 324 Polymer, 784 Öl. Das sollte auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang reichen. Jo, habe ich die hier auch nicht geholt? Hier ist ja wirklich ein Paradies. Ey, wie viel Polymer wir jetzt hier kriegen, ne? Was ich eigentlich auch noch holen müsste, ist Kristall. Kristall brauche ich auch noch in Hülle und Fülle. Junge, den Agentavis juckt das alles nicht, was ich da reinlade. Ich glaube, ich hole mir gleich noch einen Ankylo, einen richtig geilen. Boah, hier ist so viel schön, viel Kristall. Okay, ich glaube, Kristall ist hier jetzt nichts mehr vertreten, ne? So, wir haben 708 Kristall. Ja, ey, das ist mehr als genug, Leute. Wir müssen die Ausbeute erstmal zurück in die Basis bringen. Ganz, ganz, ganz dringend. So, Leute, die Beute wird in die Basis gebracht. Geiles Gefühl. Wir haben ordentlich gefarmt und jetzt bringen wir den ganzen Stuff zurück. Und gleich wird richtig geil gebaut. Das Gefühl, in Ark eine Basis zu bauen, ist schon insane. Muss man einfach sagen. Wenn man die ganze Zeit da die Sachen rein schleppt und alles, ne? Und dann sieht man, wie die Basis immer weiter wächst, ist schon geil. Cable. So, da machen wir mal 10 Stück von. Mist, ich kann mir nur einen leisten, aber der hat ja relativ hohen Radius, ne? Zack, sehr schön. Läuft jetzt mit Strom? Jetzt ist die Sache, wir müssen Elektrik herstellen. Ich brauche mehr Perlen. Das sieht doch schon mal gut aus, Leute. So, jetzt haben wir das alles schon mal schön ordentlich. So, nächster Step, Freunde. Jetzt wird's ernst. Jetzt werden nämlich die richtig krassen Sachen gebaut hier. Soul Terminal. Newborn. Autotrap. Okay, für eine Hatchery brauche ich eine Schere. Nee, ich brauche Eier für die Hatchery. Das heißt, ich muss Dodos tamen am besten, ne? Schlaf, kleiner Dodo, schlaf. Nee, ist ein Männchen, will ich nicht. Nein! Verdammt und zugenäht, bleib da stehen. Kibbel erst auf Eland unnötig, wenn du Maten hast. Wow. Da will ich gleich noch ein paar mehr zähmen und abballern. Das fühlt sich richtig gut an. Ah. Haha. Ich drück Paarung aktivieren und der scheißt erstmal. Was ist das denn? Ich habe jetzt 4, 8, 10. 10 Dodo-Eier. Die Hälfte haben wir. Okay, ich habe die Dodo-Eier alle, die ich brauche. Nein, mir fehlt ein bisschen Keratin. Sehr schön, 20 Keratin. Dein Ernst? Legt sich genau vor die Tür. So, Leute, let's go. Neuer Klingelton. So, mit dem, was ich jetzt habe, müsste ich eigentlich auch easy so einen Dung Beetle tamen können. Für die Höhle noch was zu trinken, schnell geholt. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Ich hoffe, dass ein paar von den Dunglebeats da sind. Auch wenn ich die noch nicht in den Dings tun kann, kann ich ja mit denen schnell Dünger produzieren lassen. Wie viel Leben hast du denn, ey, du Drecksvieh? Ich will den gerne haben. Warum läuft der die ganze Zeit so weg? Ja, geht doch. So, Kollege, jetzt hast du mich hier genug rumgejagt. Wow! Alter! Nice and stuff, Baby. Eine Meisteraxt.
Wow, 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 wow. Das ist auf jeden Fall ein Kacki. Den würde ich ganz gerne haben. Hoffentlich ist jetzt hier endlich mal Schluss. Hey, die ganze Höhle hier am Ausräuchern. Besser einer als keiner, sag ich immer. Dann nehme ich das gleich zum Züchten erstmal. Das hier, weil dann kriege ich ja immer mit den idealen Stats. Ich könnte gucken, dass ich Megatherium hole. Oh, ich weiß, was wir noch holen müssen, Leute. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir fliegen mal eben rum und gucken, ob wir einen guten Ankylo finden. Sind denn nicht sonst immer auch Ankylos? Ich glaube, ich habe hier gerade extrem Pech. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen geilen Ankylo kriegen irgendwo. Ich suche ein Ankylo, einen schönen Ankylo, der ganz viel Eisen abbaut mit seinen Riesenschwanz. Doch, ich finde kein Ankylo. Sind die hier überhaupt? Oder laufen die ganz woanders rum? Da unten ist einer. Level 20. Level 60. Wirst du Arc 2 spielen? Nein. Ich werde Arc 2 haten. Ich werde das Spiel einfach aus Prinzip haten, weil ich die 2 nicht mag. Ich werde immer sauer, wenn jemand eine 2 rausbringt von einem Spiel. Das macht mich richtig wütend. Hier ist echt kein einziger Ankylo, ne? Das ist richtig übel. Der Ankylo-Raubzug war jetzt nicht erfolgreich, würde ich sagen, Leute. Schade. Ich hatte gehofft, dass es erfolgreicher wird, hier der Raubzug. Okay, Leute. Wir haben heute einiges geschafft, würde ich sagen. Wobei einiges ist, glaube ich, noch ein bisschen untertrieben, ne? Wir haben echt jede Menge von dem Polymer gefarmt. Konnten damit jetzt auch mit dem ganzen Elektro-Stuff anfangen. Ja, wir haben jetzt hier alles elektronisch am Laufen. Wir haben etliche Tiere rangeholt. Das ganze Soul-Ding läuft hier schon. Da habe ich ja schon ein bisschen mit angefangen. Meine Güte, Dodos, seid mal ruhig hier. Das ganze Lager oben habe ich mit Stuff bestückt. Das ist schön einsortiert und alles. Also sehr, sehr geil. Wir haben einen Dungle Beat geholt, der hier fleißig... Oh, guckt's euch an. Der ist hier sehr, sehr fleißig schon den ganzen Dünger am Produzieren. Dann machen wir auf jeden Fall direkt nochmal welchen. Wie viel habe ich jetzt aufgesammelt? 8 Stück. Zack, können wir nochmal 8 Stück hiervon produzieren lassen. Die Hatchery ist schon weiter am Laufen. Ich glaube, ich habe sie gerade aktiviert. Ich deaktiviere sie, glaube ich, erstmal wieder. Weil im Moment werden keine neuen Eier produziert. Dafür müssen wir nämlich erstmal die Nanny haben. Und für die Nanny brauche ich noch 10 Haare. Die werde ich dann beim nächsten Mal, denke ich mal, zusammenkriegen. Und dann geht es richtig los mit dem Züchten. Da werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir dann ganz schnell uns erstmal starke Argentavisse machen. Ich brauche auf jeden Fall einen Ankylo. Ich muss noch einen Dödidus holen. Also die Steinhacker da. Wir brauchen einen geilen Biber. Ich muss irgendwas Geiles für die Caves haben. Sei es ein Wolf oder Megatherium müssen wir noch holen. Also es gibt mehr als genug zu tun, Leute. Es gibt noch richtig, richtig viel zu tun. Da werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Ganz viele Leute, die die Videos schauen, haben nicht abonniert. Mehr als 50%. Deswegen macht das mal ruhig gerne. Und natürlich lasst gerne Bewertungen und Kommentare da. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ark wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.